Feuer! Waren sie noch? Menschen. Und jetzt sind sie... Das ist übel, das ist verdammt übel. Du kannst nichts daran ändern. Erlöse sie einfach aus ihrem Elend. Was? Das geht nicht. Du musst es tun. Fickt euch! So hielt ihr das Recht bei. Es ist Pavs Antwort darauf, dass du Sanya getötet hast. Und ich soll daran schuld sein? Ich kann nichts dafür! Nein, du hast getan, was nötig war. Wie hättest du nie so etwas rechnen können? Na toll, eben dachte ich noch, dass es endlich bergauf geht. Verlasse den Bruch und laufe zur Oberstadt.
Du bist verwundet. Ohne Scheiß, echt? Wir müssen weiter. Endlich. Der Bruch liegt hinter uns. Bleib stark, Frey. Mir geht's gut, glaube ich. Bin nur echt müde. Die Oberstadt ist nicht mehr weit. Wir sollten keiner Bruchbrut mehr begegnen. Diese armen Menschen. Sie wurden völlig überrumpelt. Niemand konnte damit rechnen. Ich kann nicht mehr. Durchhalten. Frey, Tanta sei Dank. Du bist schwer verletzt. Es waren einfach zu viele. Es ging so schnell. Dieses Unglück ist nur deine Schuld, Dämon. Die Tantas haben hier schon lange vor meiner Ankunft gewütet. Von dir kommt nichts als Lügen und Verrat. Ich sollte dich direkt hinrichten. Dafür ist jetzt keine Zeit, Janesh. Ich tue, was wir gleich hätten tun sollen. An dem Tag, als wir mit diesem Fluch gestraft wurden. Aus dem Weg! Ah! Lass mich los! Schluss mit den Torheiten! Dies ist von der Balche. Es kann den Schmerz der Menschen lindern. Es kann die Krankheit nicht heilen, wird den Verlauf aber stoppen. Janesh, ihr geht zu weit. Gerade jetzt sollten wir zusammenstehen, statt uns gegenseitig zu bedrohen. Ratsfrau Billett, könnt ihr das so zulassen? Nein. Janesh, euer Verhalten bringt Schande über unseren Rat. Ich enthebe euch hiermit eures Amtes. Wachen. Merkt euch meine Worte. Ich werde am Ende noch Recht behalten. Sie ist ein Dämon, sage ich. Das verheißt nichts Gutes. Nichts! Ich sagte doch, es wird ein Nachspiel geben. Doch das war's noch nicht. Bevor du kamst, hatten sie sich ihrem Schicksal ergeben. Sie lebten in Furcht vor den Tantas wie Geiseln ihres Wahnsinns. Doch nun, und zwar dank dir, denken die Leute, dass sie vielleicht eine Chance haben könnten. Was soll das heißen, Joe? Das heißt, du musst den Rest der Tantas töten. Einen Schlussstrich ziehen. Was? Die Wunde kann niemals heilen, wenn sie nicht aufhört zu bluten. Nein, das ist schlichtweg Mord. Ich will niemanden mehr töten, Leute. Und was willst du stattdessen unternehmen? Keine Ahnung. Das ist nicht mein Krieg. Das sind Fremde für mich. Ich hab genug Blut an den Händen. Wenn nicht du, wer dann? Ist mir scheißegal. Ich will endlich meine Ruhe. Frey!
sie geopfert. Gutes Kind, dachte ich. Ein Irrtum. Wir hofften alle. So eine Enttäuschung. Sie schien durchaus willens zu sein. Sie war zögerlich, aber sie ließ mit sich reden. Sie wirkte tapfer. Sehr tapfer. Doch, der Schein trug. Es ging ihr nur um den eigenen Vorteil. Dachte, sie wäre tapfer genug dafür. Doch, sie ist viel zu eigennützig. So viele Menschen könnten noch leben, aber so viele sind gestorben. Ist meine Schuld. Ich glaubte an sie und holte sie aus dem Turm von Binoy. Ist es nicht? Ich bin schuld. Ich baue konstant nur Scheiße. Das war schon immer so. Nein, nein, ich war das! Es tut mir leid, ich... Nichts als eine selbstsüchtige Barbe. Lösch ohne dich besser das. Es ist besser, du stirbst. Tante Segen. Ich. Was ist passiert? Ohnmachtsanfall. Kann ich mir deine Wunde ansehen? Jetzt mal ganz ehrlich. War es hier schon so schlimm, oder habe ich die Scheiße mitgebracht? Aethias Niedergang begann lange bevor du hierher kamst. Diese Tragödie hat sich Jahrzehnte angebahnt. Dass ich hier bin, hilft keinem. Ich mache euch nur noch mehr Probleme. Frey, sag doch sowas nicht. Du verdienst mehr Güte, als man dir zeigt. Als du dir selbst zeigst. Die Wunde heilt gut, aber bitte, Frey, pass auf dich auf. Endlich bist du wach. Ich wäre fast verrückt geworden ohne Gesprächspartnerin. Ganz ehrlich, ich würde lieber liegen bleiben. Also, was ist unser nächster Schritt? Mit Bruchbob quatschen und abhauen. Solltest du dich nicht noch etwas schonen, Frey? Ach, mir geht's gut. Dank dir. Ach, sei nicht albern. Das war... nicht der Rede wert, wirklich. Alles gut? Geht schon. Mir war nur kurz schwindelig. Mehr nicht. Glaubst du, Orden geht's gut? Sie scheint zurzeit nicht viel Schlaf zu bekommen.
Zeit für eine Lesestunde. Das könnte sich für mich lohnen.